Hallöchen Leute, willkommen zu einer wunderschönen Herbstwanderung. Okay, das Wetter ist heute nicht ganz so schön, aber dafür wird der Weg umso schöner. Ich bin nämlich heute in Luxemburg unterwegs und laufe heute durch die Wolfsschlucht. Es wird bestimmt ein Spektakel werden. Ich freue mich schon mega drauf. Ja, die Strecke hat ungefähr knapp 14 Kilometer. Ich schätze mal, von da, wo ich geparkt habe, werden es so knapp 15 sein. Wenn ihr Lust habt, dann kommt mit. Wird auf jeden Fall spaßig. Und hier kommen dann auch schon direkt die ersten Felsen. I love it. Ja, wenn ich das hier schon wieder sehe, mit den ganzen Felsspalten hier, wie geil. Da könnte ich echt tagelang rumlaufen. Wow. Richtig massive Felswände das hier. Einfach nur spitzenmäßig. Und überall gibt es hier solche kleinen Höhlen. Schön zum Schutz vor Unwetter. Ja, ich bin ja schon letztes Jahr durch die Teufelsschlucht gelaufen. Davon war ich ja schon so beeindruckt. Aber hier das scheint ja noch mal eine Nummer geiler zu sein. Also ich bin bis jetzt vielleicht gerade mal 2 Kilometer gelaufen. Bin schon mega begeistert. Aber sogar bei diesem bescheidenen Wetter heute muss man sagen, hier ist echt die Hölle los. Hätte ich nicht gedacht, dass die Leute sogar bei so einem beschissenen Wetter sich hier hinmachen. Zu Dutzenden. Naja, da muss ich jetzt mit klarkommen. Hier geht es jetzt runter ins Labyrinth. Bin jetzt schon total geflasht hier. Ja, überhaupt kein Wunder, dass hier so viel los ist. Also das hier ist wirklich schon sehr speziell. Einfach nur wow. Die kleine Actioncam hier, die gibt das auch in keinster Weise. Wie gigantisch. Wie gigantisch die Felsen hier sind. Ja, irgendjemand ballert hier rum und schreit hier rum. Vielleicht ist hier gerade irgendwie Treibjagd oder sowas. Auf jeden Fall mega uncool. Was geht ab? Wo kam dieser Schuss her? Naja, mal gucken, ob da noch was kommt. Hier oben tropft es auf jeden Fall runter. Sieht auch sehr schön aus. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr Gas geben. Das war ein richtig lauter Knall. Das war garantiert ein Schuss. Und überall diese Felsvorsprünge. Wow. Kann man auch durchlaufen. Leute, einfach nur. Ja, mir fehlen mal wieder die Worte. Echt.
aber hier ist viel mehr los als damals der Teufelsschlucht. Unglaublich, hier kommen mir direkt mal 20 Wanderer oder so entgegen. Ich sag nur eins, weniger Besucher als gewöhnlich. Dann will ich nicht wissen, was hier an einem schönen Sommertag oder an den Wochenenden los ist. Das ist echt krass, wie viele Wanderer mir jetzt hier schon begegnet sind. Und da geht's weiter, da kommen die nächsten. Das nervt ein bisschen, wenn man filmt. Ich will gar nicht erst wissen, was nachher in dieser Höhle, dieser spektakulären Mühlsteinhöhle los sein wird. Bis dahin sind es ungefähr noch, keine Ahnung, 4,5 Kilometer. Mal überraschen lassen. Guckt euch das hier allein schon mal an. Gigantisch. Ja, die Hohlei. 1,4. Bis dahin sind es noch. Bin ich echt schon super, super gespannt drauf. Da ein ziemlich dunkler Wasserdurchlauf, so wie es aussieht. Aber das ist übrigens der Weg, dem ich heute folge. Aber wie geil ist das denn hier? Bitte guckt euch mal diesen Felsen da an. Ich komme aus dem Schwärmen überhaupt nicht mehr raus hier. Kann man auch überall abseits des Weges laufen und hier diese Felsspalten alles erkunden. Aber ich fürchte leider, dafür habe ich heute nicht so die Zeit. Es wird nämlich wieder sehr früh dunkel. Aber wie in einer anderen Welt. Richtige Märchenlandschaft das hier. Ah, richtig cool. Jetzt geht es hier unten an diesem kleinen Bach entlang. Das ist doch mal eine richtige spektakuläre Schlucht, das hier. Glücklicherweise kommen mir jetzt auch gerade mal keine Leute entgegen. Also, jedes Mal war es bis jetzt so 30 Sekunden die Kamera an, dann kamen wieder Leute. Guckt euch das an. Also wer hier noch nicht gewesen ist, der sollte sich schleunigst mal hier hinmachen. Wow. Was haben wir hier? Eine Felsspalte. Ja, Leute. Absolut geil. Bin ich bestimmt nicht das letzte Mal gewesen. Das garantiere ich euch. Und ich höre schon wieder die nächsten Leute, also Kamera aus. Haben wir hier jetzt den Chipka-Pass. Auch nicht schlecht.
Okay, hier geht es jetzt hoch zur Höhle. Werden wahrscheinlich auch wieder Dutzende von Leuten abhängen, aber egal. Ja, Leute, das ist die Holei. Da muss man sich echt anstellen, um hier Fotos zu machen. Jetzt mal eine Müllermilch auf dem Müller-Trail. Vor dieser schönen Kulisse hier. Ich esse mal hier ein kleiner Nudelsnack. Gleich schon leer. Ja Leute, das war die Holei. Auch wenn ich sie euch leider nur kurz zeigen konnte. Mal gucken, was jetzt hier noch auf mich zukommt. Hier geht's weiter. Wow, also dass jemand niemand ist, das wundert mich ja. Die Pitteschkummer, aber die ist schon ein bisschen tiefer. Da kommen schon wieder die nächsten Leute. Also, Kamera aus. Aber das hier ist doch mal nicht von schlechten Eltern, würde ich sagen. Ein ehemaliger Mühlsteinbruch im Tal des Äsbach. Das Amphitheater sitzt noch direkt hier vor mir. Leider sind da gerade Leute Fotos am Machen. Da muss ich also noch ein bisschen warten, bis ich dahin kann jetzt. Ja Leute, ich glaube es kaum, es ist völlig frei. Hier hätten wir dann das Amphitheater. Mega, mega geil. Riechkaul. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und bis nach Eschernach sind es jetzt noch 7,7. Okay, also doch. Hier ist heute Treibberg. Tja, hier sollte mein Weg eigentlich jetzt weitergehen. Aber das heißt dann für mich wohl, hier ist Ende. Tja, dann geht es jetzt wieder zurück, glaube ich, weil das macht ja so keinen Sinn. So, mal sehen, ob ich hier einen Durchgang entdeckt habe, runter ins Tal. Und würde sagen, das sieht doch mal ganz cool aus. Mal sehen, ob ich hier bis unten hindurchkomme. Krass, durch hier so eine Felsspalte zu laufen, ey. Ah. Aber es sieht nicht so aus, als würde es doch. Sieht ja wohl so aus, als würde es da weitergehen. Mal gucken, ob ich hier, also mit Film ist hier erstmal nichts. Mal gucken, ob ich so da durchkomme. Ja, da habe ich mich jetzt durchgezwängt. Und tatsächlich, hier öffnet sich der Felsen. Ah. Sieht so aus, als würde ich hier wieder runter zum Müller Trail kommen. Okay, hier bin ich gerade durch. Und hier ist dann wieder, wie ich hoffe, ja, sieht gut aus. Da unten bin ich dann wieder auf dem Trail. Anscheinend noch ein paar andere Wege nach oben. Zum Beispiel den hier. Das sieht doch mal sehr vielversprechend aus. Ja, schaut euch mal da den Felsen an. Der ist wahrscheinlich irgendwo von oben runtergekracht. Dann
richtig krass stecken geblieben. Was für eine coole Location. Ja, hier bin ich gerade hochgekraxelt. Hat mega viel Spaß gemacht. Aber auch anstrengend. Ja, dann würde ich sagen, wieder zurück, runter ins Müllertal. Es scheint so, als wären die Touris alle abgezogen hier. Wundert mich. Wir sind jetzt in der letzten halben Stunde nur ganz wenig Leute begegnet. Aber das ändert sich bestimmt jetzt an der Höhle wieder unten. Hier ist fast keiner da. Wundert mich sehr. Dann schaue ich doch mal, ob es jetzt gleich irgendwie in diese Richtung hier weitergeht. Sieht vielversprechend aus. Hier nochmal die Hohlei von vorne. Muss ich ja gerade mal ausnutzen, wo hier keiner ist. Und hier tropft es überall von der Decke. Auch irgendwie ein magisches Plätzchen, das hier. Da an dem Felsen wird wohl geklettert. Da hängt ein Seil herunter. Keine Ahnung, ob das ein Kletterseil ist. Auf jeden Fall, hier geht es noch weiter durch die Schlucht hindurch. Aber hier scheinen nicht mehr so viele Leute unterwegs zu sein. Es gibt nämlich hier in die Richtung kein Wanderschild mehr. Ja, hier hinten in diese Richtung ist viel, viel weniger los. Das macht die ganze Sache doch schon um einiges entspannter hier. Mal sehen, was mich noch alles erwartet. Das Wasser hier überall, das ist sowas von klar. Was haben wir hier? Okay, Abri J. Dollibus. Ja, schöne Feuerstelle das hier. Okay Leute, so wie das hier aussieht, ist jetzt hier das Ende der Wolfsschlucht mehr oder weniger erreicht. Dann kehre ich jetzt wieder um. Ja Leute, wenn ihr mal was Spektakuläres erleben wollt, dann solltet ihr euch die Wolfsschlucht hier in Luxemburg und etwas weiter oben in der Eifel, die Teufelsschlucht, beide nicht entgehen lassen. Absolut spektakulär. Kann ich jedem Wanderer nur sowas von ans Herz legen. Ich war total begeistert, wenn ich jetzt den Rundwanderweg leider nicht komplett laufen konnte. Aber wie gesagt, das ist dann ein guter Grund für mich, nochmal wieder zu kommen. Hier gibt es einen Weg. Da kann man alles schön von oben noch mal betrachten. Auch nicht schlecht. B11. Mal sehen, ob der mich wieder zurückführt jetzt. Jetzt wird es sogar noch mal richtig warm hier durch die Sonne. Yo Leute. Das war es erstmal aus Luxemburg und der Teufelsschlucht. Ja, der Wanderweg B11 hat mich natürlich nicht zurück zu meinem Auto geführt, nach Eschnacher Brück.
Ich muss mir den Weg jetzt irgendwie über Google Maps suchen, aber egal, ich komme schon an. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr mal wieder dabei wart. Hat super viel Spaß gemacht, hier zu wandern. Kann das jedem wirklich nur empfehlen und würde sagen, see you later. Macht's gut, Leute.